Ich werde hier gerade zu Felgentuning genötigt. Ja, Leute, wir tauschen die Felgen ja schon. Ich mag die originalen SI-Felgen. Lukas, mach jetzt mal endlich Felgentuning. Es sind original schon BBS drauf. Also, was will ich denn mehr? Komm schon. Noch mehr BBS. Mehr BBS. Ich kaufe jetzt einfach diesen BMW hier. Ich bin jetzt BMW-Fahrer. Das heißt, ich darf euch alle wegmachen und ohne blinken. Das stimmt. BMW-Fahrer ist natürlich. Jetzt wurdest du zu dem, was du eigentlich immer, ne, verteufelt hast. Das hat dich doch eingeholt. Ja, aber das ist ja noch der alte M4, oder? Also nicht der ganz aktuelle, ja. Ja, der geht ja noch. Ja, ich wollte sagen, da kannst du mit der Front noch arbeiten. Das ist, hat nicht mal ein Dach. Da kann man noch mit was anmachen. Kann ich mir nicht mehr leisten. Richtig, ja. So funktioniert das. Ja, wobei ich muss auch sagen, diese Cabrio-Ding gefällt mir halt prinzipiell. Also Cabrios gefallen mir in der Regel prinzipiell eh nicht. Also, aber gut. Blinker kann ich mir auch nicht leisten, das ist bei BMW so, das musst du extra kaufen. Ja, Blinker musst du im Abo. Ja, eben, das habe ich jetzt gehört, das gibt's jetzt neu, ne, bei Mercedes oder irgendwo, gibt's jetzt irgendwas, musst du jetzt im Abo. Nee, das war BMW, war Sitzheizung oder sowas, glaube ich. Ja, genau. Also nee, komplett, also wirklich. Mercedes ist noch ein Stück weiter gegangen, da geht das mit mehr Leistung zu sicher Beschleunigung. Also geht gar nicht. Ja, das ist das Problem, dass die ganzen Autos digitaler werden. Dann kannst du so einen Scheiß leider machen. Nein, machen wir nicht mehr. Wir sind jetzt bei A. Ja, das ist halt alles ein Software-Ding, ne? Ja, das ist ja. Kann es das, aber um es freizuschalten, ja, zahl doch mal bitte 100.000 drauf, danke. Ja, stimmt, Leute, wir brauchen noch eine fette Theke. Oh Gott. Dann wann ist das Game draußen? Seit Freitag offiziell. Ich fahr mal zu A schon mal. Deshalb ist der Porsche Targa so günstig. Richtig. Carbon-Auto. Günstig ist das Wort, was ich auch immer, wenn ich beim Porsche kaufen bin, so ja, im Kopf bekomme, so günstig. So zur Mittagspause vorbeikehre, dann denke ich auch immer, wieder ein günstiges neues Modell. Man kennt's. Ja, hey, ich habe auf der Reduk das auch eingekauft, also so. Opa ist ein bisschen größer geworden. Oh, ich brauche gleich noch mehr Geld, der Subaru hat so viele Rallye-Leuchten, ich kann alleine gefühlt 4 Leuchten aufs Dach packen, 4 Leuchten auf die Haube machen, Junge, da leuchtet die ganze Stadt mit aus. Das ist so schön, dass man jetzt einfach Lobby starten kann, ohne dass man warten muss. Das ist ganz angenehm. Ja, meistens einen anderen finde ich meistens, ja. Aber dann halt wirklich immer nur zu zweit. Das ist super lame. Da geht es nur darum, ihn aus dem Windschatten zu bekommen. Das ist dann wahr. Wie spielen denn? Also sind gerade nur 15 Leute, die gerade Multiplayer spielen, oder ist das hier nur auf einem Server? Auf unserem Server, ja. Genau, es sind immer 16. Also tendenziell könnte man jetzt auch rausgehen auf einen anderen Server und hoffen, dass da mehr sind. Aber ja, die Bock haben. Hast du das Maximum? Server? Ja, 16. Ja, also Server, genau. 16. Ach so, okay. Dass die 4 Spielerpartys sind dann noch, finde ich, der größte Kill. Das muss halt dringend geändert werden. Also, das ist viel zu wenig. Ich meine, letztes Spiel hatte mehr. Ich ja nichts gegen 8. Ja, eben, mit 8 Leuten, dann hast du ein volles Rennen, das wäre perfekt. 8 Leute reichen ja. Dann hast du dein volles Rennen und dann ist ja jeder happy. Das wäre perfekt. Ich hoffe, das kommt noch mit Update, weil es muss ja möglich sein. Andi, ist das deine Straße? Ja, Andi Drives. Driver. Wait, what? Hab gar nicht zugehört. Wow. Oh, es regnet, Lena, es läuft das ganze Wasser bei dir auf den Zug. Das ist ja. Genau, es wird schwerer. Du musst ja die Tür aufmachen, dass das Wasser rauskommt. Also mit ihren OP-Skylines. Achso, OP ist der gar nicht. Ah. Also, wir sind halt OP, der Wagen nicht. Ja, ja, okay. Ja, danke. Danke. Also, sorry, aber. Das ist halt, ja. Es hat sich ja angebahnt, dass sowas jetzt irgendwann mal kommt, oder? Ich fahre nur auf die Kurve zu sehen, wie ihr beide einfach straight an nichts wegfahrt. Ja, ich hab gar nichts gemacht. Du hast zugezogen. Nee, gar nicht. Du bist einfach Produkt. An mir an Heck und hast mich weggedreht und ich konnte nichts mehr dagegen. Ich habe schon gegengelenkt die ganze Zeit, konnte nichts mehr. Alter, was ist das für eine Kurve? Links 1, nicht ja, schneiden. Ja, nur sagen, hab Sprungkuppe. Ich gesagt, ja, doch, auf jeden Fall schneiden diese Kurven. Und da ist ja immer Deus für den Zapf in den Füßen. Dankeschön. Alter, der Verkehr leckt aber auch ein bisschen. Yeah. Nein! Sorry. Hey, du Raudi! Nee, das ist Andi. Bei mir war es gar nicht so. Ich habe nur gesehen, dass ich in deiner Nähe war und dann warst du weg. Mann, ich hätte einmal nicht letzter werden können. Na, Andi ja, und Ray können sich doch wieder in die Karre fahren. Ich muss ja an Andi nochmal meine Rache üben hier. Kann ja angehen, dass er mich so wie so ein. Ich hab dich zugezogen, guck's dir an bei mir. Ja, guck's dir das bei mir an.
Guckt es euch bei mir an, viel lustiger. Mir in die Seite und dann dreht sich mein Auto logischerweise weg. Also ist ja logisch, dass es weiter nach links abhaut. Also, was erwartest du? Das ist ja, dass du einfach nicht so weit nach links bist, dass du 2 Kilometer links neben der Straße bist auf einmal, wenn ich da schon ankomme. Oh, ist ja mehr ich gar nicht, ich hab nach rechts gelenkt. Voll das Produkt. Um das ist doch Quatsch. Das ist doch einfach logisch, was ich sage. Wenn du mir ans Heck hinten fährst, und mich dann quasi berührst und wie so ein Polizist quasi eindrehst, ist ja logisch, dass das Auto nach links abhaut. Ich dachte, du sagst, du hältst doch einfach deine Schnauze. Ich dachte, das kommt jetzt. Hätte ich gefeiert. Ja, hab ich zumindest mal einen Rennsieg heute Abend. Schön. Aber ist doch klar, wenn du einem ans Heck fährst und er fängt sich an einzudrehen, dass das Fahrzeug nicht weiter auf einmal dann aufhört, sondern dass es dann, wenn du weiter andockst, immer weiter nach links wegdreht. Ja, ich bin ja aber nicht ins Heck gefahren. Ja doch, bei mir schon! Wir haben sonst doch jetzt schon fünfmal festgestellt, dass ich Leasing hat. Meine Fresse! Ja, aber dann behaupt doch nicht, dass ich nach links gezogen habe. Also, meine Güte, ey. Nimmt ja das doch auch gar nicht böse, also, alles easy. Also meine Leute sind sehr unterhalten von euch beiden, ihr könnt gerne weiter fortfahren. Ich fahr bei den Messern nicht fort. Richtig, der Ford kommt später. Oh! Da ist Auto auf einmal ein bisschen mehr eingelenkt. Ein bisschen, Ja. Ey! Das war wirklich nicht von mir aus. Wieso hast du da reingezogen? So! Nee, wirklich nicht. Das Auto ist ausgebrochen. Oh! Au! Oh Gott, ja, au! Ja, ja! Ist das eine beschissene Kurve hier? Aua, sorry. Alles gut. Rennen schon mal gefahren? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Bestimmt am Tag. Die fährst du, glaube ich, sehr oft am Tag in Dings. Ich bin Schatten, bitte, danke. Nee, lass mal sein. Geh, komm, weg. Hey! Oh, Alter, der dreht so krass. Also, jetzt habe ich voll das Problem, weil der, die G-Klasse hat sich gar nicht irgendwie eingedreht. Der dreht sich die ganze Zeit nur. Wo sind wir jetzt gelandet? Bin in die falsche Richtung gefahren! Ach, scheiße. Also funktioniert es anscheinend, das ist schon mal gut zu wissen. Mandy, in Ray, könntet ihr vielleicht nochmal so ein Manöver machen? Yo, geil. Doch, habt ihr sogar, okay, gut. Das nee, war ja, ich hab einen Checkpoint verpasst, ich weiß nicht, was Ray gemacht hat. Achso. Du hast bei mir ein Taxi getroffen und das ist direkt in mich reingeslidet. Ah ja. Ganz entspannt. Also das gleiche Beispiel wie vorhin beim ersten oder zweiten Rennen, was wir gefahren sind. Oh. Ja, der Verkehr ist halt nicht so, oder der Verkehr oder die Kollision des Verkehrs ist, glaube ich, nicht so ganz im Sync, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, nicht so ganz ist noch nett ausgedrückt. Ja, stell dir mal vor, wenn die Cops kommen. Du bist von so einem Rapper getroffen, während der andere überhaupt nichts mitbekommen hat. Ja. Du siehst aber nur, wie eine die ganze Zeit von links nach rechts geschossen ist. Okay, das war krass. Richtig krasser Desync. Chat, habt ihr es gesehen? Bei mir waren so 5 Autos auf der rechten Fahrbahn. In einem Ding waren sie alle auf einmal weg. Einfach weg. Hallo, mein Taxi, Hallöchen, was geht? Und danke für den Zapp in den 8 Sekunden. Komm schon, gib mir Windschatten! Ja, nee, ist auch nicht. Okay, ja, schade, dann nicht. Dann, ja, okay. Das Windschatten-Snack. Aber lieb, dass du ihn fragtest. Ja, ich dachte, ich frage mal freundlich. Oh, aber es ist ein schönes Finale gleich, Junge. Oh, Mann. No, Michael, no. This is so not right. Abseits der Zivilisation. Ich will gar nicht die Pole Position. Snacken eh gleich wieder alle Windschatten. Ja, am Anfang ist ja noch egal. Am Ende willst du nicht erster sein, kurz vor Ziel. Ja, ja. Ja, voll gerne. Wobei, wenn der andere gut Tempo hat, kriegst du es auch nicht mehr. Nee, so mächtig aber. Ist es dann auch nicht. Hast du gerade gesagt, du wärst voll gerne Kopf? Ja. Wie haben die direkt den Windschatten ziehen? Schön. Ja, das ist ja auch. Würde ich auch nicht anders machen. Nee. Ich glaube, das ist jetzt das Rennen, wo man Ende durch so ein Ding springt, so eine Tafel springt. Das ist nämlich ziemlich lang, das Rennen. Ich muss sagen, dieses Langstreckenrennen finde ich echt gut, ey. Ja. Finde ich auch geil, ja. Also 24 Stunden würde ich auch machen. Ja, da wollte ich drauf hinaus. Oh Gott!
Okay, Ray hat den bei mir voll gerammt und dann wieder ja, nicht. Ja, ja, hab ich auch. Okay. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Ich will auch zurück auf die Straße. Ja, ja, ey, du bist auch zurück auf der Straße, du musst nicht weiter zurück auf die Straße. Doch, 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 ich wollte die andere Spur noch. Ja, ich muss doch irgendwie den Checkpoint kriegen. Ja, das wusste ich nicht, dass du da reinkommst. Ja, okay. Ja. Bin da mal weg. Das ist alles abgekartetes Spiel hier. Ein Verkehrsteilnehmer nach dem anderen wird hier bestochen. Ich bin also rein. Jetzt habe ich keinen mehr berührt tatsächlich bei mir. Nee, stehen uns halt immer wieder welche anderen im Weg. Einfach so, darum ging es mir gerade so, allgemein. Ja. Nein! Nein! Oh. Was jetzt? Nein! Scheiße! Das war, ja, aber das war echt, also aus dem Nichts poppen die mal im Auge, habe ich das Gefühl. Nein! Scheiße! Nein! alle durchleben dasselbe hier gerade. Wahrscheinlich alle am gleichen LKW. Ey, der war doch easy. Der ist doch groß genug, kannst du dem ja ausweichen? Guck doch mal genauer hin! Auf anzugeben. Ich bin so langsam, dass ich kann easy ausweichen. Das ist halt ein BMW, die gehen halt nicht so schnell. Ja, BMW ist halt kacke. Gewinn Geschwindigkeit durch Bedrängen von anderen. Stimmt, im Windschatten snacken müsste der richtig. Da müsste gut gehen, da geht die Lichthupe automatisch an, muss man drauf achten. Ja, das denke ich auch. Das ist schon. Nein, da muss ja auch kein Abo abschließen, das kann der auch so schon. Du hast mir da einen Raptor quergestellt. Hab ich nicht. Also, ich hab ein bisschen leicht berührt, ja, gut, kann sein. Ich find's so lustig. Jeder sieht was anderes so. Aber Hauptsache der andere ist schuld. Ja, mir ist das vorher nie so aufgefallen, weil du einfach vorher gegen Randoms gefahren bist. Nee, die haben sich ja nicht beschwert, die sagen ja nicht Bescheid. Wenn du das mitbekommen hast. Ja. Da sagt ja keiner, ey. Genau, eben. Mhm. Das würde auch erklären, warum manch einer so aggressiv auf meine Moves reagiert hat. Vielleicht sahen die doch aggressiver aus, als sie es bei mir eigentlich waren. Oh Gott. Moin Marco. So, jetzt kommt das große Finale. Ja, dein großes Finale. Viel Spaß da vorne. Aber die Sprünge hier sind sehr geil. Ich finde die Strecke ultra. Ja, die sind auch geil. Ja. Vor allem das Geile, du musst bei der Zieldurchfahrt ein bisschen nach rechts, weil sonst klatschst du da voll gegen die Wand. Am Ende. Ja, stimmt. Ja. Der KI-Fahrer fährt die ganze Zeit... Okay, macht's trotzdem. Scheiße. Ganz gegen die Wand. Ja, genau, zünde Nitro nochmal voll in die Bettung, Wand rein, perfekt, jawohl. Hui. Oh ja, moin, wie geht's dir so? Öfters hier? Ah, na, und? Haben wir die Wand weggeschoben, oder? Ja, ich sehe euch da hinten. Das ist so dumm. Einfach so am Bildschirmrand gesehen, wie die Reifenspuren hoch, geht. Ich finde gut, dass Rain Burnout hinbekommt, aber ich nicht. Doch, bei mir machen beide einen Burnout. Ja, bei mir, meiner hat keinen Gas mehr gegeben. Also, er hat es versucht, aber es geht mit Allrad halt bedingt nur in der Wand. Bei mir waren es beide irgendwie. Jetzt aber hier ist mal gut Kohle, ey. Wir nehmen die Autobahn und schieben sie woanders hin. So, jetzt haben wir auch alle möglichen Lichter dran. Nice. Jetzt haben wir zwei Scheinwerfer, zwei Nebler. Ganze Ding und 8 Zusatzleuchten. So, ich bin gleich da. Ey, einmal quer mal durch die ganze Map gefahren. Ja, perfekt. Ja, startest gleich mit dem Rennen in Heat. Da noch einer so weit. Okay, wir müssen uns jetzt verschwören. Immer auf ihn jetzt. Wir machen uns keine Freude. Also von links und rechts. Oh Gott. Wir halten ihn fest, den er fährt vorne weg. Okay. Das klingt nach einem effizienten Plan, der auf jeden Fall aufgehen wird. Oh, es sind schon zwei, da müssen wir jetzt taktisch jetzt folgen. Stand da auf dem LKW drauf? Oder schon nochmal einer. Los. Jetzt wird's schwierig mit die aufhalten. Kein Problem, jeder ein. Ja, das sind die von vorhin schon wieder, den kennen wir doch schon. Ah, aber zwei von denen fahren Leihwagen, also alles entspannt. Ja, Leute, ich habe den Auspuffklang wieder nicht getunt, ich weiß. Es tut mir sehr leid, wir können da gehen. Das habe ich aber auch nicht gemacht. Was, Lukas, bisher. Aber dann hört man doch nichts. Dann hört man den Turbolader nicht so exzessiv. Das ist so ein Feature. Das finde ich geil, dass es extra einen Regler gibt für den Turbo. Das aber für mich gibt es, also da gibt es ja für mich nur die Option, ja, voll. Ich habe das in Heat, tatsächlich super oft verwendet, in Unbound hier noch gar nicht. Ich vergesse es immer wieder, weil ich das Menü da einfach nicht so im Blick habe. Ja, ich vergesse es aber auch voll oft. Cool, Pole Position mal wieder. Und ich habe einen Start verkackt, also nichts mit Pole Position. Ja, einen Tick zu früh Vollgas gegeben. Hallo, Bumpdrop.
Alle haben mich gern. You shall ich krieg trotzdem mit Schatten. Na gut, easy, dann fahr ich halt einfach vorbei. Also, oh. Wieder dieser Move. Eben mal derselbe Farsi, der hier an den Tag gelegt wird. Oh Gott, so viele M4s. M4, der große Lakeshore M4 Club, Alter. Man kennt ihn. Der internationale. Ich bleib dran, Anni. Ja, das ist okay, wir müssen zusammen nach vorne. Ja, okay, ich bump Draft gleich, okay? Ich glaube, ich schon cool. Fürs große Finale selbst ausgeschaltet. Gib mir deine Scheine. Oh, Kurve! Wo geht's denn hier lang? Oh, oh, ja, scheiße! Da hat's geknallt. Ja, ich hab geknallt. Oh, ich hab einen Gegner ausgeschaltet. Einer der A-Klassenfahrer ist in eins meiner Autos reingeschossen mit Vollgas. Schade. Tragisch. Naja, reden wir nicht drüber. Stimmt, ich brauche auch den M4, ne? Da kann man den Windschatten näher auffahren. Im Subaru hält man so Sicherheitsabstand, glaube ich. Ja, mit so viel Zusatzbeleuchtung, da wäre ich auch vorsichtig. Ja. Ist ja gut, wenn ihr die Nacht hier einfach wirklich blenden würdet und ihr weniger sehen würdet. Das wäre sehr angenehm. Flashbang. Oh, diese Kurve. Oh, mein Gott. Oh. Oh, kurz. Gleiche Kurve. Ja, ja, ich wurde ein bisschen enger als gedacht. Mach zu. Könnt ihr euch da vorne mal ein bisschen die Haare kriegen, bitte? Nee. Ja, machen nee? Wir jetzt. Okay. Super, so kurz ja, vor Ende, bitte. Okay. Ja, ja, ich denke mal, du bist ran. Jetzt eh gleich. Nein, nein, nein. Du hast ja viel zu viel Speed schon aufgebaut gehabt davor. Durch den Boost. Okay. Ja, ist krass, ne? Also ich glaube halt, wenn du diese großen Nitro-Flaschen halt bei den höheren Stufen oder so, ich glaube, da kannst du halt nochmal eher so einen krassen Move machen, wenn der andere kein Nitro mehr hat. Weil die Stufe 1 Nitro ist halt so, ja, das bringt ein bisschen was, aber das hat halt kaum Schub. Ja. Nee, der Burst ist effektiver tatsächlich, wie der. Ja, Karte mach. Lass die anderen doch auch mal gewinnen, wie bei FA4. Was soll jetzt das heißen? Bei FA4 hat Andi mehr gewonnen als oh mein Gott. Schade. I tried. So. Also im Sinneren ja knapp. Also. Ja, und wenn man es jetzt zusammenzählt, hast du wahrscheinlich genauso oft schon jetzt gewonnen. Also, ist doch egal. Aber wirklich nicht so. Oh Gott, ich möchte und miteinander ausgehen, oder? Das ist nicht das ultra-competitive Spiel. Nee, es ist vor allem kein Skillspiel. Das sind so ganz okay, eigene Mechaniken. Also, oh Gott, Start verpennt. Ja, Lenkrad kann ich sehr und empfehlen bin bei dem jetzt Spiel. Ich bin in der Mitte gestartet. Ist ja eine lustige Startaufstellung gewesen. Hi, Andi. Hi. Ja, außerdem kriegen alle mehr als genug Kohle. Also ich habe jetzt kein Problem mit letzter zu werden. Gott. Ich finde das ganz gut, dass im Multiplayer du nicht so kurz mit der Kohle gehalten bist wie im Singleplayer. Das ist schon ganz angenehm. Hi. Das ist so langsam irgendwie hier zu driften. Ja, das ist extra so gemacht, dass du eher nicht driftest. Wie lange wollen wir noch Side by Side sein? Ja. Ja, okay. Das war die Antwort. Aber macht es Sinn beim Burst? Also wenn ich jetzt einen Burst zu so anderthalb voll habe, ist es dann besser wie nur ein Burst oder ist der, was nicht komplett voll ist, egal? Müsste stärker, also du hast dann mehr am Stück, also ist stärker auf jeden Fall, ja. Okay. Also ist egal, ob der voll ist oder nicht. Ja doch, wenn der voll ist, ein dreistufiger gibt auf jeden Fall mehr Power. Ja, klar, das schon, aber ich meine, zu sagen, okay, es ist anderthalb, dann warte ich noch bis auf zwei ist oder. Achso, nee, ja, ich glaube nicht, ich bin mir gar nicht sicher. Oh, was mache ich? Problem ist meist, wenn du so auf A-Type bist, damit du den auf 2 kriegst, musst du ja einfach unnötig die Handbremse meist ziehen oder irgendwas machen, damit du den noch hochbekommst. Ja, genau. Andi, hier einfach wild am Durcheinander ziehen. Oh, das ist ja mit dem großen Sprung gleich, ne? Ja. Ich nehme die Abkürzung. Komm, wir machen das schon. Das wird schon super gehen, Andi. Ich schieb ein bisschen, ne? Wir machen das schon. Oh Gott, oh Gott. Das ist der erste Sprung. Easy. Oh, komm, kuschen. Das ist aber so dunkel gerade hier, ne? Oh Gott, oh nein! Oh Gott. Gerade springen. Mein Sprung war ein bisschen verkackt, muss ich sagen. Nein, ne? Oh! Ey! Bitte hör auf!
Oh. Haben sich zwei lieb, ey. Wir haben beide Sprünge in den, während des Sprungs die ganze Zeit berührt. Das war nicht gut. Cool. Werden immer nur als volle Balken. Da hast du ja keine Kontrolle. Ja doch, Dadwood, wenn ich jetzt anderthalb hab und drauf drück, dann ist ja der anderthalbe auch weg, ja. Nicht nur der eine. Das ist jetzt die Frage gewesen. Ist es ein Unterschied, ob es jetzt nur der ein, ob ich einen hab oder anderthalb? Also ist der anderthalb besser als der eine? Das war die Frage. Das, also er ist länger, vermute ich mal. Mit dem Zweier und Dreier kriegst du dann halt nochmal mehr Power, wenn die aufgeladen sind. Also wenn die voll sind, vermute ich. Ja, ja, aber mir geht's ja nicht um Zweier, mir geht's um anderthalb. Also dass der zweite das, nur zu. Das, wie ich vermute, sind einfach nur der erste, also erste Stufe halt ein bisschen mit mehr Ausdauer. Ein bisschen länger halt. Ja, also vermute ich, so fühlt sich das an. Denke ich nämlich auch. Ne? Oh, es regnet wieder. Hab keine Regenreifen. Box verdient das, Box verdient das. Ja, ich würde sagen, Regenreifen, sowas haben wir hier nicht. Also, ja, okay, der Chat ist sich auf jeden Fall nicht einig. Manche sagen, ist nicht besser, manche sagen, ist besser. Und da ich das Spiel das nicht erklärt, keine Ahnung, wunderbar. So. Ja, richtig. Sagen wir einfach 17. So sieht's aus. Das ist was, so schlimm hier, ey. Ich wollte auch mal diese Schlangentaktik fahren, aber... Nicht aufgegangen. Nee. Scheinbar nicht. Wenn ich daneben bin. Ja, das, die Entscheidung habe ich schon getroffen. Man sieht nach hinten schlecht, weißt du? Wenn du nicht gerade nach hinten guckst. Oh, ich will durch diesen Güterbahnhof nicht parallel fahren. Das ist eh schon so eine Rumgezicke hier. Ui. Moment, okay, das bin ich wirklich noch nicht gefahren. Das ist richtig wild. Jetzt wird's nochmal. Oh, nein, wir müssen rechts rüber. Ja, ihr müsst halt einfach den Börs zünden, sobald ihr landet. Dann ist alles easy. Ja, das Gute, man kann ja in der Luft Gott sei Dank sein Auto ein bisschen steuern. Das ist ganz angenehm. Das auch, ja. Nö. Sag mal! Ja, du kennst die nächste Kurve noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob du sie bekommst. Ja, die ist echt fies. Okay, oh, Junge! Oh, reingesammelt. Okay, never mind. Da war es nicht so schnell schon resettet, Alter. Das Taxi hat alle gekillt. Aber Andi, du bist richtig gecrashed, ne? Ja. Junge, ich hatte das. Auch Crash-Animation. Wäre ich nicht, aber Junge, hab den schnellen Reset gehabt. Andi war direkt trotzdem vor mir. Ja, der ist ultra schnell. Das habe ich erst gedacht, so wurde Crashcamps, da ich so, oh Gott, Crashcamps, da krieg ich so ein zuckendes Auge, wenn ich bei Need for Speed und Crashcamps so ein bisschen Kombination habe, aber die sind hier Gott sei Dank nicht nervig. Aber ja, Frankie, du hast recht, ich habe direkt die Antwort bekommen, ob Andi die Kurve kennt. Also, das war kurvenunabhängig, aber... What? Tschüss, Andi. Ha, was war das denn für ein Quatsch jetzt? Bevor wir eine Party gemacht haben, bin ich auch das Rennen schon. Das ist eine Katastrophe. Einer zweimal in dem Rennen genau das Problem. Ja, die Karre hüppelt. Also die waren gleich gestriffen einfach nur. Ja, die Karre hüppelt da in der Stelle so eklig, finde ich. Ja. Du musst direkt danach den Burst zünden, dass du Stabilität hast, sonst hast du keine Chance. Nein, das war nicht das Problem. Ich habe, wie gesagt, die Wand gleich gestriffen und mich dann überschlagen dadurch. Also bin halt in die Crash-Kamera. Nein! Komm! Oh, komm! Komm! Gib mir was Nitro. Ich hab kein Nitro mehr. Ich auch nicht mehr, nein! Komm! Ja, ich lasse dir den Spaß auf jeden Fall. Oh. Boah, das ist gewesen. Junge! Boah, ich hab extra nach rechts geguckt. Das war zwischen euch. Das war ein Millimeter. Boah, jetzt will ich die Zeit aber sehen. Das ist also Millisekunde. Wie im Film, ey. Du wurdest als erster gewertet sogar. Okay, ja. Boah. Ich bin froh, dass wir jemanden in der Lobby haben, der schlechter ist als ich. Ja, der McLaren halt, ne? Ich muss sagen, für diese Fotofähigkeit finde ich das Burst Nitro halt echt geil, weil du halt immer noch mal so nah rankommen kannst. Das macht schon Spaß. Ja. Gut, ne? Bei euch. Da habe ich das schon wieder gewonnen hier. Richtig wie im Film, ey. Ah, 20k wieder, nice. Ich weiß auch nicht, Kreisen hinterher. Ich muss ja gerade kurz noch meinen Subaru verfeinern. Ich habe gerade noch wieder Geld übrig, das muss wieder verschwendet werden. Ja, das ist richtig. Das ist der Hype Train. Oh, der Hype Train ist aber ganz schön langsam hier, ne? Oh, das ist sogar eine Speedrap hier, sehe ich gerade. Weiß ich jetzt nicht. Ja, zum Glück haben sie diese Off-Geschichte rausgestrichen, ey. Die fand ich richtig schlimm. Oder kommt das später noch? Ich weiß es gar nicht. Also, es gibt ja noch Offroad-Teile, ne? Und die Offroad-Werbe gibt es ja hier lustigerweise immer noch, ja. Ja, klar. Oh. Mal abwarten. Oh. Ich hoffe, es kommt nicht zurück. Ich brauch's nicht. Ich fand's nie wirklich gut. Es passt eh nicht. Boah, das ist die Strecke. Fahrt nicht so weit links am Anfang als Tipp. Ja, so Offroad, nee. Aber am Tag geht's, glaub noch. In der Nacht sieht man's nicht, aber am Tag geht's noch. Da geht so links eine Promenade runter. Da will man nicht drauf fahren, da fliegst du ab. Ja. Das heißt jetzt nicht, ihr sollt mich da hin crashen am Anfang. Nein. Nee, komm mal her, Kollege.
Ah. Nee. War direkt nach rechts. Dafür ihn nicht zu hauen, das ist uneben. Das, weil ich wollte gerade sagen, ich habe gut, dass du nicht zu Ende. Ich wollte sagen, bitte brech den Satz ab. Hä? Nichts, alles gut, wir fühlen ihn nicht. Ja, come on, ey, Alter. Das ist nur, wie du es interpretierst, ne? Ich hab's nicht verstanden. Alles gut. Ja, also, ich hab's aber erst verstanden, wo sie mich jetzt drauf angesprochen haben. Also, gibt Sachen nicht eine Bedeutung, die sie nicht haben. Ja? Sag ich mal. Irgendwas snackt mir wieder Windschatten, okay, da fährt's vorbei. Nein. Ich snack dir keinen Windschatten mehr. Das Rennen ist super kurz. Ich bin nicht kurz über die Promenade gefahren, nein. Soll eigentlich gucken, wieder vorbeizukommen hier. Nee. Doch. Nein. Scheiße. Wow. Unfälle. Oh Junge, da steht ein Auto. Ui. Was, da steht ein Auto? Ich weiß gar nicht, wo er. Ja, ich weiß auch nicht, wo er herkommen könnte, Mann, du. Warum parktest du einfach eine Autobahn ab? Muss die Sink gewesen sein. Zufällig. Das ist so ein koreanisches Auto noch an. Achso, meinst du im Gegenverkehr? Nee. Sag mal. Nee. Ja, nee, sag Karma. Jo, Mann. Wir werden nach diesem Rennen auf jeden Fall beste Freunde alle sein, das ist schön. Hm? Du müsstest eigentlich wissen, wer da kommt mit Subaru als Koreaner. Nee. Wir haben das gesagt, der hatte ja gar keine Ahnung. Ja, genau. Ich bin auch schon wieder 12 Stunden am Arbeiten, Janik. Da wird man müde. Nee, das halte ich für ein Gerücht. Nee. Ich hab gedacht, da geht's erst richtig los. Ach so. Also YouTube und Stream als Arbeit zu bezeichnen, geht das mal richtig arbeiten, ja? Mann. Geh mal richtig arbeiten, ja? Wenn nicht der Schweiß von der Decke tropft, wenn du arbeitest, dann hast du nicht gearbeitet. Es gibt keinen Satz, den ich schlimmer finde, ehrlich, ey. Was ignoriere ich einfach. Ja, Checkpoints kann man verpassen. Hab ich gehört. Ja. Ich muss sagen, ich fand bei Unbounty, bei Heat die Mechanik dann aber besser, dass du ein bisschen abgebremst worden bist und nicht so resettet wirst wie hier. Bei Heat wurdest du ja ein bisschen einfach langsamer gemacht, wenn du neben dem Checkpoint ein bisschen hergefahren bist. Das fand ich ein bisschen angenehmer. Okay. Ich fand die ganz enge Route auch okay. Ja, am Start fahre ich die immer hier. Was machst du hauptberuflich? Eine entstandene Frage jetzt nach dem Gespräch gerade. Oh, Junge! Oh, was? Doch nicht? Lol, da bist du aber durchgeleckt. Bei mir bist du voll da reingeplankt eigentlich. Puh, was geht? Merk schon. Ah, ui. Da wurde mir das Ärschchen gestreichelt. Ja, bei mir habe ich dich nicht berührt. Das ist jetzt mal eine Frage. Andi, fahr mal bitte links, bitte. Und ich fahr mal rechts. Weil ich weiß nämlich nicht, welche Route hier wirklich schneller ist. Ja, hier kriegst du halt mehr Nitro. Ja, links kriegst du mehr Dings, aber hier ist die Route halt direkt da, deswegen würde mich mal interessieren. Ja, es tut sich einfach gar nichts. Du warst schneller auf jeden Fall jetzt. Okay. Ja, okay. Aber jetzt habe ich ja Windschatten, also dementsprechend ist das okay. Ja, nee, nur, weil es gibt halt so ein paar Strecken, wo halt die eine Route halt. Oh shit, sorry! Oh, danke. Ich wollte nicht so eng weit eng fahren. Genau das gleiche wie vor bei Andi. Ich kann gar nichts machen, ich werde einfach immer weiter und weiter und weiter eingedreht. Sorry! Ich wollte die Kurve nicht so weit eng fahren und dann hast du mal dazugezogen. Ja, warte. Also geben wir selber Fall wie bei Andi, du bist schuld. In dem Fall war jetzt Andi schuld, ja. jetzt war Andi schuld. In dem Fall gerade eben war auf jeden Fall. Doch, wir müssen hier rum. Ja, warte. Das ist der links. Aua. Alles gut. Die Andi jetzt wieder von der Scheiße profitiert, das gibt's nicht. Was heißt hier wieder? Ja, komm. Das erste Mal seit 10 Rennen. Schon wieder. Ja, wird die Meisterschaftsmäßig spannend. Ich wollte halt die enge Route fahren und die weite. Und das war dann also, halt ich wollte die Mittelweite fahren. Ich wollte während der engen dann noch auf die Weite wechseln. Bünde Nitro! Bünde ihn! Dankeschön, dass du mir Platz 3 überlassen hast. Ja, das ist schon. Jetzt wird es sogar richtig knapp zum Ende noch. Der dann im Skript auf Seite 5 um. Ja, ich sehe gerade. Wie ist es denn hier Paragraph 2c? Kommt das zu tragen oder dann doch ganz normal? Nee, ganz normal. Ganz normal. Okay. Ja, perfekt. Also Andi rammt alle raus und. So. Also Andi rammt alle raus, streitet das aber ab und sagt, du bist ihm einfach in den Weg gefahren. Ja, das. Ja.
Genau, das Rennen hatten wir ja gerade schon mal. Da kann Andi ja nochmal die Wand da vorne mitnehmen. Steht ja auch drin, ne? Das haben wir so aufgeschrieben. Achso, ja, das ist ja. Stimmt. Das ist ja das. Und wir machen hier richtiges Bamp-Rafting hier. Also richtig cool, oder? Let's go. Das ist verboten. Der Subaru ist Gott sei Dank relativ zackig. Ich kann also die Kurve mitgehen. Schieben, schieben, schieben. Oh Gott. Oh. Ja! Ah, Andi. Oh. Das sieht so geil aus. Oh Gott. Oh Gott. Da links. Ah. Den Abhang runter. Ist gut gegangen, ja. Irgendwie haben es alle fast überlebt. Ist, wie auch immer das gut gegangen ist. So, steht da vorne wieder ein bisschen. Ja, komm. Ich kratz mir den Lack von der Stoßstange am besten noch. So, machen wir es jetzt. Ja, wir fahren Onesca, oder? Ja, ja, zu eng. Oh, au, 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 hallo! Was ist das hier? Nein, Hilfe! Oh Mann, ganze Schwung weg, ey. Da killt er mich einfach. Ich hab gar nichts gemacht. Doch, du hast innen zugezogen. Ich war innen, nicht du warst außen. Ah, jetzt hat er zugezogen. Ich war bei mir innen. Nein! Ich dachte, deswegen, du übertreibst gerade einfach so. Nein, was macht der da? Oh Gott, nein. Und ich denke mir, hör doch auf, mich reinzufahren. Nee, gar nicht. Ey. Ich war bei mir innen und dann dachte ich so, warum zieht er immer mehr zu? Das ist ja richtig schlimm. Ja, das war auch mein Gedanke, danke. Ja. Klassischer D-Sync mal wieder. Ich bin das dritte Mal gestorben. Was machst du? Ich hab kurz im Chat geguckt, gerade das letzte Mal. Und davor weiß ich nicht. Aha. Oh, na, jetzt hast du viel Schwung aufgebaut. Bist, da komm ich nicht mehr ran. Durch das Malheur zwischen uns konnte Andi leider auch komplett wegziehen. Hallo, bester Jens, was geht? Das ist der beste, Jens? Ja. Was zeichnet ihn aus? Er ist der beste. Okay. Das finde ich super. Ich bin der beste Need for Speed Spieler. Was zeichnet dich aus? Ich bin der beste. Kurz bei mir im Chat, der Timeout war dafür da, weil ich keine Politikthemen in meinem Chat haben möchte. Dankeschön. Könnt ihr bitte gerne woanders diskutieren, das wäre echt nett. Kommt rüber, werdet ihr auch noch mit. Ich komme nicht ins Ziel. Artstyle ist keine Politik. Danke, bester Jens, auch für den Follow. Herzlich willkommen. Oh Mann. Oh, Exige. Selbst 170er Score wird der uns schon böse nerven, glaube ich. Am Start schon, danach nicht mehr. Das ist nicht sogar der Story Exige, ich glaube ja, ne? Mal für den Score wird's passen, ja. Kriegt man ja hier auch geschenkt. Hab ich direkt alle verkauft, ich will die hier gar nicht haben. Ray, LPN, Andi und Lena am Start und machen Chaos und Lake Show. Wir doch nicht. Nein. Das läuft alles gesittet ab. Vor allem, wir fahren auch untereinander richtig fair und... Alter, ja. Alter, Andi, wasch dein Skyline mal. Junge, ist der bei mir dreckig in der Gazin. Ja, Schmutz. Das sind Kampfspuren. Ja. Oh, die streckt schon wieder. Diesmal fahre ich aber nicht zum Stier runter. Ich starte ja nicht so oft vorne. Ich finde das eigentlich gar nicht so geil. Ich starte immer ganz hinten. Und da bleibe ich auch. Ja, das ist der Exige, okay. Ja, aber auch nur ganz kurz, ne? Ja. Weg da, Leute! Machen Sie bitte Platz, oh Gott! Oh, Andi! Das ist besser, ist nicht gut. Doch, das passt schon! Sicher? Ja, ganz sicher. Bei euch. Dankeschön, besser Jens, Prime-Surf. Danke dir, vielen Dank, die Ehre. Danke. Ja, danke schön. Die beiden Skyline-Fahrer da vorne sich wieder gegen sich hochpushen. Ja, aua, ja. Das ist immer blöd, wenn man einlenken möchte und in dem Moment schießt er innen rein. Bei mir war keine Berührung tatsächlich. Ja, ihr habt euch aber berührt. Ich hab den Videobeweis. Ich bin reingefahren in dem Moment. Also ich wollte nicht, aber ich wollte gerade einlenken in die Kurve und dann kamst du. Du siehst halt von hinten. Durch die verzerrte Kameraperspektive passiert das halt. Also, du kannst viel zu spät reagieren, wenn einer von hinten kommt.
wie ich. Oh shit, fast in die Brücke gekracht. Oh, oh ja, das muss ich mir gerade fahren. Das war nicht gut hier. Hurra, Checkpoint, das ist Checkpoint verpasst. War richtig knapp zwischen euch, oder? Oh, ich glaube, ja, es hat gereicht. Bis, könnte gereicht haben. Nee, du bist weiter geworden bei mir. Bei mir hast du die zwei über dem Kopf. Bist ja, du grad, war bei mir aber auch andersrum und zwar dann nicht. Bist du gerade in das Auto noch rechts reingefahren? Ja. Ja, okay, gut. Deswegen habe ich noch einen Schlag bekommen. Ah, Junge! Ich wollte eigentlich links rüberziehen. Ja, knappi. Ah. Ja, ich hab versucht, Crip-Kurve zu fahren, aber ich... Ja, ich war so in den hintergerissenen Zügen, bleibe ich noch hinter und sammle mir jetzt auch Bursley oder nehme ich den Überschuss jetzt mit, den ich habe. Aber es... Alter, ich habe geile Fahrten. Okay, naja, ja, ich habe bei dir gerade auch die Lichtstimmung nachgeladen. Ja, ja, ja. Das sah gerade sehr gut aus. Muss aber sagen. Noch neuer Artstyle, Hilfe. Eigentlich für den Stream ist es da ganz nice, dass die Namen oben immer angezeigt werden. Ja, das stimmt. Direkt weiß, wer dabei ist. Das stimmt, ja. Das stimmt. Er stört mich jetzt da auch nicht. Da ist der Streamer-Mod. Ja. Es könnte ein bisschen kleiner sein. Es müsste halt nicht größer sein als jedes andere User-Interface auf dem ganzen Bildschirm gerade. Ja, okay, das stimmt. Vielleicht ein bisschen... Also auf jeden Fall so... Ryzen halt einfach rechts klein irgendwo. Ja, dass du es selber aus, dass du es ausfall, oh, dass du es ausklappen könntest, ja. Einer. Na, hey. Oh, ich habe das Bursley gerade an der falschen Stelle eingesetzt. Waren die, nur dass du es nicht vergisst diesmal. Weiß, ja, ja. Zack, ja. Rechts gefahren. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Der war einfach nur dafür. What the fuck, Alter? Anni gewinnt die Meisterschaft einfach nur mit dreckigen Mitteln. Toll. Ja, ohne Scheiß, ey. Wenn ich jetzt nicht voll in die Eisen gestiegen wäre, wäre ich voll gegen dieses Metallding gescheuert. Der war einfach nur für den Spruch. Warum? Ich wollte es nur als Hinweis, weil ich war eigentlich ja, ja. Gemein, weil du vorher die Kurve nicht bekommen hast. Was? Hinweis? Nein, ein Hinweis. Wir haben blauen Schlau gelöst. Ja. Ich weiß gerade bei Dora, aber ja, okay. Wir haben blau und schlau. Oh nein, wieder das Burst-Nitro beim Lenken aktiviert. Ah, ich muss mir das abgewöhnen. Ganze Power einfach in die Wand gesetzt. Ich sag's jetzt nicht. Das ist eine Rechtskurve, Andi, pass auf. Wie viele von den Leuten im Chat? Nee, hat ja halt genau diese Linkskurve jetzt gerade nicht sehr gut bekommen. Komisch. Ich hab die super bekommen. Nee, bei mir bist du da voll neben rausgescheuert. Ja, absolut nicht. Also, das wäre ich jetzt nicht nochmal rangekommen, eigentlich, wenn du das nicht so gemacht hättest. Ich muss mir auch noch einen R34 holen. Ich fühle das schon. Ewiger Zweiter. Hm, weiß nicht, wie lange guckst du denn schon zu? Ich habe vorher die ganze Zeit alles gewonnen. Ja, eben. Und dann wurde sich beschwert, dass ich die ganze Zeit gewinne und ich soll die anderen mal gewinnen lernen. Ja, und ich bin auch dabei, Leute. Ja. Richtig. Der Lukas auch nicht mehr auf. Was soll ich denn sagen? Ja, okay, ja, Punkt, fair. Ich singe schon Kinderlieder, weil ich nichts zu tun habe da hinten. Guck mal, Andi, nochmal deine Lieblingsstrecke. Ja. Was ist das für ein Problem mit mir? Weiß ich, nee, aber ich will nur Playlists, die dieses Rennen drin haben, habe ich das Gefühl. Ja, das sind halt immer die gleichen ja, Strecken. Das ist halt, ja, ja. Da muss deutlich mehr Abwechslung rein. Oder Custom-Playlists halt, wäre halt auch geil, dass ja, du einfach ja. Die Playlists selbst bestimmen kannst. Ich vermute. Ich kann auch Strecken selbst machen. Also ich vermute, sowas wird auch dauernd noch kommen. Wundern würde es mich, wenn sie das nicht machen würden. Ich meine, Multiplayer läuft zumindest erstmal relativ stabil. Das können andere Spiele nicht von sich behaupten, zumindest. Hä? Ich weiß nicht, welches Spiel du meinst. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Beim Sprung. Das war jetzt nicht so geil. Ja, ich bin mit meiner Haube unter deinem Stoßstange gelandet. Kurz mal ein bisschen Burst Nitro an den Autos sammeln, danke. Ja, das ist ziemlich mühselig leider. Muss ich sehr mühselig an der Spitze anfühlen. Naja, jetzt kommt gleich wieder hier so ein Transporter oder so. Du hast auf jeden Fall mehr Power in deinem Skyline drin.
Nee, das habe ich vorher auch bei dir gedacht, bei deinem. Das kommt ganz drauf an, wie viel Schwung man aus den Kurven mitnimmt, tatsächlich. Oh, Junge, Junge, Junge! Das macht so einen großen Unterschied. Oh Mann, warum geht mir das Heck denn da weg? Warum spielst du nicht mit Lenkrad? Ich glaube, das ist nicht so gut hier mit Lenkrad. Nee, oh Gott. Nee, das ist sogar sehr, sehr schlecht hier in dem Spiel. Mit Dario, ja, das Ding, Slaptrain hat er doch gemeint, ist richtig schlecht. Ja, es gibt keine Settings im Spiel, du kannst nichts einstellen, ja. Ah ja, genau, du kannst Settings nicht einstellen. Es gibt keine Force-Feedback-Settings, nix. Also wenn Lenkrad... Ich liebe Standard-Settings bei Lenkrad. Ist ja, klar. Ist ein Traum. Also wenn du kein Lenkrad hast, wo du das irgendwie in der Software einstellen kannst, hast du die Arschkarte. Ah. Ja, aber ich muss auch sagen, ist auch kein Lenkrad-Spiel für mich, also so in keiner Hinsicht. Nee. Ja, ich dachte mir auch, dass sie das 2015 eingeführt haben. Okay, wer will's haben? Ja, das musst du halt reinmachen, weil das ist ein Rennspiel, sonst heulen Leute, aber ja. Das ist wie Forza oder so, das habe ich einmal mit Lenkrad gespielt und das war okay, war witzig, aber... Dabei könnten es die Forza-Leute sogar eigentlich gut umgesetzt bekommen mit der Fahrphysik, die sie haben, aber irgendwie haben sie da auch nicht so Bedürfnis für, habe ich das Gefühl. Ich bin mal gespannt aufs neue Motorsport, wie sehr sie da auf den Lenkrad-Kunden eingehen, weil gerade bei dem, also beim neuen Motorsport würde ich es mir schon wünschen, dass aber jetzt mal, was Lenkrad-Spiel wird. Was das Spiel angeht, so früher Release, meint ihr, das ist noch realistisch oder... Ja gut, das heißt halt Spring, das heißt, das kann auch Mai sein, ne? Weil wie gesagt, also wir haben ja bisher nur dieses eine, ich nenn's mal Gameplay, es war ja kein Gameplay gesehen und das war alles. Also deswegen halte ich früher noch sehr optimistisch momentan. Also ich rechne auch damit, dass es, wenn es Spring, also dann rechne ich auch wirklich mit Mai. Also ja, vorher nicht, nee. Glaube ich Fall. Nicht. Also das, ich meine, jetzt sind die ja... Weil ja auch jetzt noch in den ersten Monaten im neuen Jahr soll ja auch die Expansion für Horizon rauskommen. Ich denke nicht, dass es sich da... Stimmt. In den Weg stehen. Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen. War das schon das dritte? Lol. Ich würde gerne noch mal ein bisschen richtiges Gameplay von dem Spiel sehen, weil die Gameplay-Demo, die ich gesehen habe, war ganz okay und die hat mich jetzt auch nicht brutal umgehauen. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on.